Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode Pokémon Schwert. Und ja, ich weiß, wir waren auf der Brücke, aber ich wollte noch mal was nachlesen. Das Ding da hinten hieß Feuer. Und wir hatten doch irgendwo mal was gelesen, was Bezug zu dem hatte. Oder war das, hat es uns jemand gesagt? Ich habe die Geoglyphen zwar fotografiert, aber das kommt niemals ans Original her. Naja, zumindest Bilder ansehen. Irgendwo war doch eine Info, war das von dir? Irgendwo in Tuffelt ein Schatz vergraben liegt. Ich habe die Karte hier. Mit Monumenten, die aus dem Boden sprießen, musst du geschwind den Kreislauf abschließen. Erst Pflanze, dann Stärke. Erst Pflanze, dann Stärke, danach Schwäche. So findest du den Schatz auf dieser Fläche. Mehr steht hier nicht. Erst Pflanze. Also muss ich erst Pflanze finden. Das ist Stärke. Hier ist nichts. Da steht das Wort Flug. Da steht Gift. Wo ist Pflanze? Ja, aber Gift und Flug sind doch, haben doch alle, sind alle eine Schwäche. Eingemeißelt Unlicht. Pflanze, okay. Also Pflanze, dann Stärke, das wäre, Wasser. Das müsste hier Wasser sein. Als Pflanze, dann Stärke, dann Schwäche. Moment, was haben wir da unten? Haben wir Gift und Flug? Testen wir das mal aus. Also ich hoffe nicht, dass wir... Gift? Nee, das ist nicht. Den Kreislauf. Naja, ich muss mich da mal irgendwie anders reinlesen. Vielleicht muss ich jetzt hier bei Feuer dann das machen. Da ist Unlicht, das ist auf jeden Fall uninteressant. Okay, irgendwie wird das schon richtig sein. Aber wir gehen dann mal weiter auf Route 5. Oder Moment, wir könnten mal... Das Reporter-Team. Ich möchte mal einen Abstecher in die... Oh, ich hab im Übrigen ganz vergessen, nach WhatsApp zu gucken. Ach du Schande, das hebt so ein kleines Auto, was wie ein Taxi ist. Okay, wir haben Regenzeit. Seid bereit, es ist Regenzeit. Was haben wir hier für ein Pokémon? Nein. Da haben wir ein paar Wingulls. Oh, da haben wir einen Pokémon-Trainer. Das ist so ein Watt-Typ, glaube ich. Da ist wieder das Pokémon, ein paar Wingulls. Und ich habe mich irgendwie um so ein Pokémon drum geschlichen. Milotic Süd. Wir können leider noch nicht auf dem Wasser schwimmen. Das ist die Entwicklung von WhatsApp. Wo ist WhatsApp? Wenn die Entwicklung von WhatsApp hier ist, dann gibt es hier hundertprozentig auch einen WhatsApp. Zeig dich! Das hörte sich gut an, aber ihr solltet mal rauskommen.
Jetzt sind nochmal Kolos. Klingt das. Ist Blinktank so? Oh, Macholo. Uiuiui. Aber hier muss doch irgendwo dann WhatsApp sein. Wenn hier wenn der hier ist, dann ist, dürfte doch WhatsApp nicht weit sein. Reden wir mal mit dem. Bist du auf dem Weg nach Engine City, dann hier anschließend rechts. Sobald du die Stadtmauern siehst, musst du nur noch die Treppe hinter. Ist. Vielleicht ist da eins drin. Ja! Was zum Bild erscheint! Boah, im Hintergrund. Es regnet. Der Boden ist elektrisch geladen. Okay. Käfertrutz. Es ist schließlich auch ein Käfer. Das dürfte nicht so effektiv sein. Ja gut, wir sind Psycho. Ich muss versuchen, gleich einen Pokéball zu werfen. Ja! Ha, gutes Glück gehabt mit dem Wetter auch. Dass es jetzt gerade regnet. Für WhatsApp ist WhatsApp heftet sich an andere Pokémon und saugt ihnen statische Elektrizität ab. Es selbst kann keinen Strom produzieren. 0,1 Meter groß, das ist also 10 cm groß und wiegt ein halbes Kilo. Möchtest du WhatsApp einen Spitznamen geben? Nein. Vorerst kommst du mal ins Team, weil wir wollen ja, ich habe ja schon gesagt, ich werde meistens erst das Team voll machen, weil jetzt kann ich mal gegen den hier kämpfen. Das ist ein Voltula. Ich finde, das sieht cool aus. Aber WhatsApp finde ich voll süß. Bin so ganz klein. Kannst du auf der Hand halten. So. Level 46. Verarschen kann ich mich selbst. Leute. Ich hab gedacht, ja. Wird schon Level 20 sein oder so. Das geht doch. Level 46. Habt ihr nicht mehr alle beieinander? So. Ich tippe mir, das Macholo ist dann genauso groß. Das Machomai meine ich natürlich. Das ist auch komisch. Ich bin doch gerade voll über dieses Ausrufezeichen gelaufen. Oh, Kingler. Was haben wir hier? Da haben wir... Ah, hier haben wir viele Wasser-Pokémon. Oh, ein Garados. Ich habe was an Land gezogen. Für 100 Watt... Ja, okay. 3 Perlen. Ha, schon muss ich selber nicht angeln. Sitz des Giganten. Wie kann ich dir helfen? WLAN. Timeball Eisenschweif. Ach du Schande. Aber gut zu wissen. Wow. Ist aber echt krass. Nein. Ich meine nicht. Das ist bestimmt Level 50. Oh. Nebulax. Dieses komische Pferd. Ein Stahl-Pokémon. Ich hätte hier am Anfang doch ein bisschen mehr rumlaufen sollen. Da ist ein Bullpix. Ein paar Nebulax. Das ist ein Pokémon-Nest. 50 Watt. Das ist das Pferd, was zu diesem Pferd wird, wo die eine Trainerin hatte. Aber das sind alles alte Pokémon. Alola. Ich sehe jetzt hier kein neues Pokémon. Ich habe ja mal gesagt, ich fange jetzt hier aktuell nur neue.
So. Dann noch weiter schütteln. Oh, noch einmal muss ich. Ich habe ja gesagt, immer bis 15, weil dann kann ich auch Curry kochen mit. Eine Leonebeere, eine Ionga-Beere, eine Wilbi-Beere, Titu-Beere, Qual, was auch immer. Mein Gott, die Namen sind ja fast unaussprechlich. Mein Gott. Also Pokémon ist sehr schockierend geworden mit diesen riesen Pokémon, die plötzlich auftreten. Und nein, ich kämpfe nicht gegen dieses Pokémon. Das hat bestimmt Level, ich würde sagen Level 42. Hier sind Vulpix. Ach, da liegt sogar ein Item rum. Was? Über... Eine Post... Cool, die Überreste! Ah! Das ist das, was von Alola war. Der Blitzkäfer, der Bus, die Busentwicklung. Ein Dorian. Der Dorian, oder wie es heißt. Was macht denn da immer Pling Pling? Sind es die Esel? Man muss sich aber wirklich hart umgucken hier, weil sonst läuft plötzlich in irgendwas Größeres rein. Wie das da, was bestimmt auch Level 43 ist. Hier sind ein paar Eistüten. Das hatten wir, glaube ich, sogar schon. Nur so eine Katze. Eine größere Eistüte. Da ist noch ein Donnerstein. Okay, also ich muss offen sagen, die Naturzone hält sehr viele Überraschungen bereit. Und ich bin echt schockiert und begeistert zugleich, was wir hier alles treffen können. Da wäre ein Bärenbaum. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass wir das weitermachen sollten. Ich muss das mal machen, wenn ich offline bin, dann kann ich ein paar Beeren holen, dann können wir richtig kochen. So. Mini-Pizza. Also, geht's los, zurück nach Torfield. Echt heftig, was die hier auffahren, nicht? Das ist Stahlos, das ist Watt. Wie hieß es? Voltula, Level 42. Ich dachte, oh ja, man trifft hier nur Pokémon auf seinem Level. Pff, Voltula. Ich frage mich, ob es dann Lockduft gibt und dann einfach nur mehr Pokémon rumlaufen oder ob dann auch ein paar mehr unterwegs sind. Also ob da dann auch andere Pokémon auftauchen. Keine Ahnung. Er hat ja, der Arena-Leiter hat ja gesagt, dass andere Pokémon jetzt auftauchen können. Besonders welche, die ich wahrscheinlich jetzt fangen kann. Pokémon. Das Problem ist, Raffel ist sowas von nutzlos so. Er braucht unbedingt bessere Attacken. Voldi müssen wir so ein bisschen vor, wenn ein Wasser-Pokémon kommt, können wir es immer einsetzen. Oder wenn wir sowas wie ein Kappador fangen. Und da ist Kamerateam. Zeit für ein hautnah Interview mit einem Arena-Challenger. Was würde sich dafür besser eignen als ein Pokémon-Kampf? Ein gutes Team als Trainer und Pokémon strahlt regelrecht vor der Kamera. Ich habe einfach keinen besseren Job gefunden. Töte mich. So guckt der. Und sie. Da kriege ich bestimmt 50 Euro für. Oder 100. Voll. Eugena und Kameramann Scott. Aus unerfindlichen Gründen, Voldi, bist du unterlevelt? Machen wir erstmal das hier. Nicht sehr effektiv, zumindest gegen den. Also kommt Eugena.
Und du wirst ausgewechselt. Warum wissen die alle eigentlich irgendwelche Elektro-Pokémon gerade haben? Ich habe nichts Gutes gegen Elektro-Pokémon. Außer Volli. Okay. Und das Ding kann ist Elektro-Boden dann auch noch. Die harte Strahl. Ja, jetzt wollte es mir richtig geben. Okay. Weiter eine Konfusion gegen Eugena und ein Doppelkick gegen Klick. Ein Döner-Schock. Ah, das könnte sein, dass wir Klick two-hitten. Also natürlich, in der nächsten Runde können wir Klick erledigen. Na, und der Eugena auch. Ich finde es gut, wie die sich so anordnen und dann... Das Problem ist, der Spezialangriff steigt. Was uns natürlich nicht unbedingt zugute gelenkt wird. So, wieder ein Döner-Schock auf Keradar. Wolli? Nein! Nicht Wolli! Das kann nicht sein! Warum verfehlt Wolli? Jetzt wird Wolli wahrscheinlich sterben. Keradar, ah, Level up. Gut. Dann, und Wolli auch, das ist sowieso immer gut. Der kann auch nur Ladestrahl einsetzen. Ah, aber er hat ein anderes Pokémon gewählt. Okay. Lichtschild. Machen wir das. Ich weiß gerade nicht, was es kann. Die steht auch nur da, so nach dem Motto: Oh, ich habe verloren. Aber ich habe noch ein Mikro. Das ist sehr effektiv. Zweimal getroffen. Klick wurde besiegt. Oh, Raffel ist kurz vorm Level up. Puh, das lässt sich schwer in ein paar Worten ausdrücken. Aber was für ein Potenzial! Eine Niederlage. Ist das etwa, dass unsere Reportage ein Reinfall wird? Ach, wenigstens haben die Geld. Das ist das Wichtigste. Wenn man ein Pokémon durch die Linse der Kamera betrachtet, strahlen sie wie Sterne. Bei deiner Stärke wirst du mühelos durch die Arena-Challenge marschieren. Hoffentlich können wir dich später nochmal zu einem Interview überreden. Leute, ihr habt mir keine einzige Frage gestellt. Ihr wisst nicht, was ihr tut. Mein Gott. Jetzt weiß ich, warum in der Pokémon-Welt so die Kinder schon mit 10 losgeschickt werden. Weil die meisten Erwachsenen inkompetent sind. Ich laufe einfach so rum und... werde von wilden Flauschbällen verfolgt. Einfach so von fliegenden Flauschbällen, aber das ist Flauschling, glaube ich. Ja, und von Mini-Pandas. Ich mag den Panda nicht. Das sage ich euch jetzt schon, ich mag den Wechselhülle. Ein Item zum Tragen. Dieser harte Panzer sorgt dafür, dass ein Träger unter allen Umständen ausgetauscht werden kann. Okay. Ach, ich kann auch hier vorne rum. Jetzt bin ich in Flauschling reingelaufen. Okay, was war gegen Fee effektiv? Spezialverteidigung ist nicht stark. Käferputz. Ah, okay, Käfer ist schon mal nicht effektiv gewesen. Und Konfusion. Ah je, Diebeskuss müsste aber eigentlich auch nicht effektiv sein. Ich dachte eigentlich immer, Käfer wäre... Ach du Schande. Es ist effektiv, aber... Wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen etwas, was härter und physisch zuschlägt.
zur Aromakur. Fehlschlag. Pflücke. Okay, dann versuchen wir es mit Überheblichkeit. Ich weiß, dass es nicht effektiv ist gegen Fee. Aber das ist auch mein Sinn und Zweck. Ach nein, nicht keinen. Okay. Ich dachte schon, dass es Schlaf macht. Weil trotz aller Widrigkeiten fange ich doch so viele Pokémon, wie nur gehen. Damit wir am. Ach nee. Jetzt sitzt der Diebeskuss an. Dann setze ich im Pokéball einfach so ein. Los, Pokéball, töte es! Ich meine, Flieg und Sieg! Ich habe so das Gefühl, das Gebäude, das wir da vorne treffen, könnte die Zuchtdinge sein. Voltilandbrüller. Ja, mach das mal. Statt Rutenschlag kannst du Brüller lernen. Voldi hat roten Schlag vergessen und Buller gelernt. Raffel erreicht Level 19. Flauschling! Die Menge an Zucker, die es pro Tag verschlingt, entspricht seinem Körpergewicht. Bekommt es nicht genug Zucker, wird es unausstehlich. In eine PC-Box. Oh je, lauter von den Viechern. Okay, ja, es ist die Zuchtstation, das sieht man schon an den Eiern. Hi, willkommen im Pokémon Hut. Ich nehme hier die Pokémon von Trainern in Pflege. Wenn du zwei Pokémon gleichzeitig abgibst, kann es vorkommen, dass ein Ei gefunden wird. Solltest du mehr über das Thema wissen wollen, sprich am besten mit meiner Großmutter drin. Willst du jetzt gleich bei mir in die Pflege geben? Ah, eine sehr intensive Änderung. Die Pflege findet jetzt vorm Gebäude statt. Das ist interessant. Huch, willkommen. Hast du irgendwelche Fragen? Ah, interessant. Oh, was ist das? Toxel. Das ist ein Toxel. Ja, ein Toxel. Ja. Ist gut. Ich habe ein Ei gefunden und bin damit rumgelaufen. Jetzt ist daraus ein Toxel geschlüpft. Hier, ich möchte, dass du es trainierst. Es ist ein schockierend putziges Pokémon. Okay. Toxel. Elektrogift. Das Gift aus einem Giftsack in seinem Körper sondert es über die Haut ab. Berührt man es, bekommt man einen lähmenden Schock verpasst. Das nehme ich direkt in mein Team auf. Keradar behalten wir, Voldi behalten wir. Den Rest würde ich eigentlich auch erstmal noch behalten, aber... Nee, Voldi wird jetzt abgegeben. Toxel wird dann Voldi wieder weggeschickt. Das kann ich auch noch haben. Gibst du sie einem Pokémon, kannst du einen Trainer damit beschützen. EP-Bonbons XS. Okay. Die Bonbons ist voller Energiesteck. Beim Verzehr hat das Pokémon eine sehr geringe Menge an Erfahrungspunkten. Pokémon-Eier findest du im Pokémon-Hub und EP-Bonbons erhältst du, wenn du Dyna-Raids bestreitest. Okay. Interessant, meine Freunde, interessant. Ich freue mich schon darauf, dass wir uns beim nächsten Mal weiter auf dieser Route befinden. Wir sind echt nicht weit gekommen, aber ich habe Watzapf gefangen. Ich habe drei Elektro-Pokémon gefangen, glaube ich. Zwei auf jeden Fall Watzapf und ich habe 4, 5 Pokémon gefangen insgesamt. Und ja, wir haben einen Trainerkampf gemacht und ja, ich hoffe, beim nächsten Mal werden wir mehr machen. Und ich wünsche euch dementsprechend noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal oder Mittag oder Morgen oder wann auch immer ihr das guckt. Schreibt doch mal ins Kommentar, wann ihr es guckt. Tschüss.